Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 19.09.2019. Hey Leute, Epic Games hat uns in das Supporter Creator Programm aufgenommen und nun haben wir unseren eigenen Creator Code. Wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann klickt im Item Shop unten rechts in der Ecke auf Supporter Creator, klickt dann auf Annehmen und schon unterstützt ihr uns kostenlos. Denkt daran, dass ihr alle 2 Wochen den Creator Code neu antragen müsst und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen in den heutigen Item Shop rein und da haben wir alles Limette oder was? Limette, saure Schläge, sauer, Giftgrün, eklig. Kann ich euch jetzt schon sagen, eklig. Meine Benotung wird dafür auch eklig. Also wer es nicht ertragen kann, jetzt schon am besten abschalten. So, abfeiern. Für 200 V-Bucks, echt günstig, sieht ein bisschen komisch aus, aber ist ganz cool, also für 200 V-Bucks kann man echt nicht meckern, kriegt von mir auf jeden Fall 9 von 10. Das ist der Revel und der Revel hat hier ein Voting von 4,68 von 5 bei 19 Votes am 26. Juli 2019, das erste Mal drin gewesen, dreimal seit dem 19. Reminder, das letzte Mal im Shop vor 20 Tagen. Dann haben wir den Glitter, oh nein, ich gehe mich vergraben. Für 500 V-Bucks. Ich weiß, ihr steht total auf diesen Bling-Bling-Kram da. Mit Herzchen und so weiter und so fort. Ja, Ding kriegt von mir 8 von 10. 8 von 10. Nur weil ihr es seid. So, 4,24 von 5 bei 37 Votes. Am 28. Mai 2019 ist erstmal drin gewesen. 7 Mal seitdem. 59 Reminders. Letztes Mal im Shop vor 26 Tagen. Der Signature Shuffle, mega geil, das Teil für 800 V-Bucks, geht von mir 10 von 10. Und dann hier ein Voting von 3,94 von 5 bei 34 Votes am 13. Juni 2019, das erste Mal drin gewesen, 5 Mal seitdem 30, wie meine, das letzte Mal im Shop vor 33 Tagen. Dann haben wir den Cloaked Shadow, oh, sieht ganz spannend aus, vor allem halt hier hinten dieses Backpack, ne? Für 1500 V-Bucks kriegt von mir 8 von 10 der Cloaked Shadow und er hat hier ein Voting von 4,07 von 5 bei 83 Votes am 28. Dezember 2018 ist erstmal drin gewesen. 6 Mal 191 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 20 Tagen. Dann haben wir die Zündkerzen, Künstlerin, Sparkplug, finde ich ganz cool. Kriegt von mir 7 von 10. Das Ding da hinten sieht aus wie so ein Hündchen. 7 von 10 für Sparkplug. Hat hier ein Voting von 3,97 von 5 bei 20 Votes am 10. Februar 2019. Das erste Mal drin gewesen. 8 Mal. 65 Reminders jetzt mal im Shop vor 16 Tagen. Dann haben wir, ja, kommen wir jetzt gleich zu der ersten neuen Lackierung. Die sieht irgendwie schlecht aus. Also richtig schlecht. Pfui Teufel. Stelle deinen Stil. Was ist das denn für ein Stil? Teil des Citrus-Sets. Oh mein Gott. Ja, da wundert mich nichts, dass ich diesen weder die Lackierung noch den Skin noch sonst irgendwas aus diesem Set hier auf der Map finden konnte. Also, keine Chance. Spielt kein Mensch. Ja, Zesty hat hier auch schon ziemlich schlechte Benotungen. Sieht's denn aus? 2,33 von 5 bei 3 Votes. Ja. Geht's hier weiter? Jetzt kommen wir mal zu einer schönen, geilen Lackierung. Emblem, die sieht wirklich fett aus. Nein, ich war jetzt total falsch. So, hier da unten, die sieht wirklich fett aus. Das Teil kriegt auf jeden Fall von mir 10 von 10 Emblem. Ist eine geile Lackierung. Hat hier ein Voting von 3,71 von 5 bei 17 Votes am 14. Juni 2019. Das ist mal drin gewesen. 4 mal 7 Reminders. Jetzt im Shop vor 33 Tagen. Dann kommen wir zum Chrono. Für mich eine der geilsten Flugspuren. Ein zeitloser Klassiker Teile. Das ewige Sandesets habe ich mir für meinen Account auch selbst geholt, weil ich finde es einfach nur mega fett.
Habe ich auch drin momentan. Ja, der Teil kriegt von mir auf jeden Fall 10 von 10. Hier 4,05 von 5 bei 20 Votes. Am 14. Juni 2019 ist erstmal drin gewesen. Viermal. Ja, keinen einzigen Reminder. Ich glaube, die Leute haben es immer einfach nur gekauft. Das letzte Mal im Shop vor 33 Tagen. So, dann haben wir den Sandsturm. Da gibt es auch zwei Styles. Beziehungsweise drei Styles sogar. Und ich finde, die sieht so richtig gut aus. Jetzt im Vergleich zu dem Ding mit der Maske. Ich weiß, der sofort mag das mit der Maske lieber. Von mir kriegt die auf jeden Fall 8 von 10. Das Sandstorm hat hier ein Voting von 3,93 von 5 bei 41 Votes am 14. Juni 2019. Das ist erstmal drin gewesen. 4x 69 Reminders. Dann haben wir hier den Scimitar. Auch hier gibt es jetzt ja, die drei verschiedenen Styles. Auch den finde ich, wobei, da muss ich sagen, da finde ich den fast mit der Maske. Ich weiß es nicht. Finde den auf jeden Fall auch ganz cool. Kriegt von mir auch 7 von 10. Der Scimitar hat hier ein Voting von 3,79 von 5. Bei 28 Votes am 14. Juni 2019 ist erstmal drin gewesen. 4x 37 Reminder. Das letzte Mal im Shop auch vor 33 Tagen. Dann sind wir mit dem Set hier auch schon durch. Dann kommen wir jetzt zu diesen ekligen. Wobei, hier geht's ja noch, da ist ja fast mehr schwarz als dieses eklige Kotzgrün. Ja, was soll ich dazu sagen? Der Teil kriegt von mir auch nur 3 von 10. Was habe ich eigentlich dem anderen für eine Note gegeben? Habe ich dem überhaupt Noten gegeben? Der Lackierung? Also, wenn ich der Lackierung Noten geben, das, also 3 von 10 gibt es hier für maximal. Und da haben wir sogar nur 1 von 5 bei einem Wort. Warum wundert mich das nicht? Und Limetta sieht auch ganz, ganz gräuselig aus. Also schrecklich, 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 schrecklich. Ja, es hilft dann auch nichts, dass da die Hose schon komplett aufgerippt ist. Das ist... die sieht einfach nur schön aus. Also unschön. Schrecklich unschön. Mit diesen Haaren da. Giftgrüne. Oh, giftgrüner Lippenstift. Dann hat sie hier Limetten als Ohrringe. Limettenscheiben als Ohrringe. Also ganz, 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 ganz gräuselig. Das Teil kriegt von mir auch nur 3 von 10. So, das ist Limelight. Und Limelight hat aktuell ein Voting von 2,33 von 5 bei 3 Votes. Ja, Leute, wenn euch das heutige Video... Ah, nee. Ich muss ja dem Shop noch erstmal eine Note geben. Der Shop muss ja erst noch eine Note von mir bekommen, gell? So, da gucken wir mal, das ist dann hier und da haben wir momentan 944 Love It's, 1204 It's Meh und 2659 Jade It's. Ja, was soll ich dazu sagen? Wir haben auf der rechten Seite Signature Shuffle, Glitter ist halt schon oft auch abfeiern, ja, aber das ist eher so Richtung It's Meh. Hier Scimitar ist halt ein mega geiles Set, muss ich echt sagen. Dafür ist das hier mega miserabel, also abgrundtief unterirdisch. Und deswegen, ich kann dem Ding auch diesmal echt nur ein Hated geben. Sorry, dieser Shop kriegt von mir einen Daumen nach unten. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mir zustimmt zum Beispiel, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben von eurer Seite freuen. Ja? Schreibt uns was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News. Mit dem Engleich, haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.